Vor 10 Jahren begann die Reise des sektorenübergreifenden Kooperationsprojekts Engagement im Gallus, eine Initiative von Deutsche Bank, Linklaters und dem Mehrgenerationenhaus Frankfurt zum gesellschaftlichen Engagement im Frankfurter Stadtteil Gallus. Es ist ja ein ganz wunderbares Projekt geworden, was so viel Wurzeln geschlagen hat, was so zur Familie gehört im Stadtteil und auch im Mehrgenerationenhaus, dass das alle Erwartungen wirklich übertroffen hat. Faszinierende an unserem Projekt ist auch das Vertrauen und die gegenseitige Wertschätzung, die sich aufgebaut hat über die Jahre, wo auch einfach in Krisensituationen wie im Moment man sich aufeinander verlassen kann, gegenseitig versucht zu helfen, zu unterstützen, Wege zu finden, Lösungen zu finden, Ideen zu entwickeln, wie kann man auch in Zeiten der Pandemie Formate anbieten. Ich wohne selbst im Gallus und durfte hautnah erleben, wie sich der Stadtteil in den letzten Jahren weiterentwickelt hat. Das war nur möglich, weil so viele Menschen die Ärmel hochgekrempelt und mitgemacht haben. Im Sozialraum ist das Zusammenwirken der verschiedenen Akteure zur sozialräumlichen Weiterentwicklung des Quartiers unabdingbar. Daher arbeitet Engagement im Gallus immer vernetzt, auch mit dem lokalen Quartiersmanagement. Ein Kennzeichen unserer Zusammenarbeit ist, dass wir miteinander arbeiten, uns ergänzen und bereichern. Und das ganz ohne Konkurrenzdenken. So wie es im Gallus fast überall üblich ist. Vernetztes Arbeiten ist ein wesentlicher Bestandteil von Engagement im Gallus und daher möchte das Projekt auch andere Unternehmen für ein lokales, gesellschaftliches Engagement gewinnen. Marktplätze für gute Geschäfte sind Formate, um gemeinnützige Organisationen und Wirtschaftsunternehmen zusammenzubringen und somit ungewöhnliche Begegnungen zu initiieren. Und ich finde, dass das Projekt eine tolle Bereicherung für den Stadtteil darstellt. Aus verschiedenen Gründen. Einerseits finde ich diesen Austausch, der initiiert wurde zwischen, also von mit uns als sozialen Trägern, gemeinsam mit Gewerbetreibenden oder auch größeren Unternehmen im Stadtteil. Das ist eine neue Erfahrung. Sowas hatten wir bisher nicht im Stadtteil gehabt. Und gleichzeitig aber auch so diese sehr unkomplizierte Zusammenführung von Bedarfen und Hilfen. Also es immer es darum geht zu gucken, was brauchen die Menschen und wer kann helfen und das zusammenzuführen auf verschiedensten Ebenen. Das finde ich beeindruckend. Wir sind ein Teil dieses Viertels. Wir sind uns auch bewusst, dass wir diese Veränderung mit begleiten und hoffen, dass wir einfach halt einen vernünftigen Weg bekommen, dass alle mitgenommen werden können. Bildung ist der Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe. Daher engagiert sich das Projekt seit Anfang 2014 im Rahmen der AG Bildungslandschaft Gallus besonders für die Realisierung des Bildungscampus Gallus, damit die Kinder und Jugendlichen optimale Zukunftschancen erhalten. Engagement im Gallus war und ist eine treibende Kraft für die Verbesserung der Bildungssituation im Gallus. Mit vielen kleinen und großen Aktionen setzte sich die Initiative für die Errichtung einer gymnasialen Oberstufe im Stadtteil ein. Gemeinsam mit einer Elterninitiative an der Paul-Hindemith-Schule gelang es, das Bildungsdezernat der Stadt Frankfurt dazu zu bewegen, einen Bildungscampus Gallus zu errichten. Die Talente von Kindern sind vielfältig. Gallus bleibt am Ball. Das Mädchenfußballturnier bietet seit 2014 jungen Fußballerinnen im Gallus und angrenzenden Stadtteilen eine Plattform, ihre Talente und Fähigkeiten zu zeigen. Die Schirmherrschaft für das Turnier der Mädchen im Gallus ist für mich eine Herzensangelegenheit. Sie ist mir ganz besonders wichtig, mitzuhelfen, die Vielfalt in unserer Gesellschaft zusammenzubringen. Aber vor allem ist es wunderbar, die große Spielfreude und Fairness der Mädels auf dem Spielfeld zu erleben, begleitet von der begeisternden Unterstützung der Eltern und Geschwister am Spielfeldrand.
Engagement im Gallus lädt bei unzähligen Veranstaltungen zu Begegnungen ein. Beim Grüne Soße Festival, dem Sommerfest und der Weihnachtsfeier des Begegnungszentrums sowie den Hofkonzerten trifft man sich und kommt dabei ins Gespräch. So entsteht Nachbarschaft. Das ist der Gedanke, den Engagement im Gallus verfolgt. Ich bin sehr glücklich, dass es ein solches Projekt wie Engagement im Gallus gibt. Es gibt immer wieder wunderschöne, berührende Begegnungen zwischen den Freiwilligen von der Deutschen Bank und den älteren Gästen von uns. Kunst ist eine wunderbare Form, sich auszudrücken. Vor allem die Kunst im Sozialraum. Mit den Projekten Bilderschilder und Bunter Schulhof konnten Kinder ihr künstlerisches Talent beweisen. Nebenbei wird ihre Identifikation mit dem eigenen Stadtteil gestärkt und die Präsenz von Kindern im Sozialraum sichtbar gemacht. Im Rahmen unserer Kunstprojekte kommt es oft zu ganz ungewöhnlichen Begegnungen zwischen Menschen und Gruppen, die sonst keinen oder nur sehr wenig Kontakt miteinander haben und die oft nur wenig voneinander wissen. Die Kreativität, die die Kinder haben, die künstlerischen Ergebnisse, die entstehen und die hohe Motivation, die die jungen Menschen in den Projekten zeigen, überrascht so manche Erwachsene und bleibt in guter Erinnerung. Aber trotzdem gibt es im Gallus noch viel zu tun, viel zu verschönern, viel zu erleben und viel zu bewirken. Das Gallus ist seit jeher ein sogenannter Ankommensstadtteil. Engagement im Gallus arbeitet eng mit lokalen Flüchtlingseinrichtungen und anderen Institutionen für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zusammen und entwickelt Aktionen zur Förderung der Willkommenskultur und der gesellschaftlichen Teilhabe. Das Gallus ist sehr vielschichtig und auch seine Kunst ist sehr vielschichtig. Und ich glaube, dass die Kinder gesehen haben, wie sie sich durch Kunst auch ausdrücken können. Das ist mein Name. Das ist dein Name? Okay. Ja, Ali. Ist fertig jetzt. Und viel danke, danke, danke schön, viel danke. Insgesamt liegt mir am meisten am Herzen die Zusammenarbeit im Bereich Fahrradmobilität. Wir haben in den letzten Jahren viele Fahrradaktionstage gemacht, Fahrradkurse für Frauen ermöglicht. Und da geht es immer darum, dass einerseits wird Manpower gestellt durch die Ehrenamtlichen, gleichzeitig kommt eine Expertise dazu und die Spenden von Bewohnerinnen, die Fahrradspenden werden einbezogen. Also es ist so ein vielfältiges Zusammenarbeiten, das macht Freude und ist wahnsinnig sinnvoll, um Menschen Ankommen und Mobilität einfach zu ermöglichen und eben die Frauen-Social Days. Und da beeindruckt mich jedes Mal am meisten, dass eben sowohl, also beim Arbeiten treffen sich Frauen aus unseren Sprachkursen zusammen mit Frauen aus dem Frauennetzwerk der Deutschen Bank. Und es ist immer so, dass man so spürt, dass es für beide Seiten eine wahnsinnige Bereicherung ist. Dafür vielen, vielen Dank für die letzten tollen 10 Jahre.